jetzt einen anderen David. Einen David, der das Gesetz der Sündhaftigkeit seines Fleisches, den dunklen Hintergrund wohl auch in Betracht ziehen hat müssen. Und zur Zeit, wann die Könige pflegen auszuziehen, David aber blieb zu Jerusalem. Es war die Gewohnheit, es war die Zeit, um Feldzüge zu machen. Das war das Normale. Und nun entscheidet sich, nein, ich bleibe in meinem schönen Palast, da geht es mir auch viel besser, da habe ich ein schönes Leben. Und jetzt hätte dieser König beachten müssen, ich bin auch ein durch und durch fähiger Sünder, hüte ich mich vor der Sünde, passe ich auf, mit meinem Fleisch muss ich dem Gesetz der Sünde Beachtung schenken, muss darauf achten, dass ich nicht das Böse vollbringe. Was geschieht? Er steht abends auf aus seinem Bett. Ist das möglich? Abnormale, übermäßige Ruhe. Und es ist nichts schwerer zu ertragen als eine Reihe guter Tage, wenn es dir zu gut geht. Was geschieht? Er sieht ein Porno, kann man jetzt so übertragen sagen. Und er benimmt sich wie ein Hund, der eine läufige Hündin entdeckt. Und es gibt nichts anderes, es gibt kein Ausweichen, es gibt keinerlei Kraft in ihm. Warum? Sein Fleisch kann dem gar nicht widerstehen. Er selbst hat die Wege geebnet mit seinem perfekten Urlaubsrhythmus, den er sich da eingebrockt hat. Und nun geht sein Fleisch mit ihm durch. In die Sünde, in die Gottfeindlichkeit. Er dient dem Gesetz des Fleisches so, wie es der Teufel will, aber nicht so, wie er es mit Wachsamkeit, mit Vorsicht, mit Bedachtsamkeit. Ich habe auch immer noch ein Problem. Ich bin der große König, bin erfolgreich, habe keine Verfolgung mehr, sitze fest im Sattel und passe trotzdem auf mich auf. Herr, behüte mich. Wenn er dann an seinen eigenen Psalm zurückgedacht hätte, den er damals in der Wüste gedichtet hat, das ist so der Umkehr, der Negativpsalm, den man dann lesen könnte für den wunderbaren König. Meine Seele dürstet nicht mehr, mein Fleisch verlangt nicht mehr nach Gott, mein Fleisch giert nach anderen Dingen, nach Unreinheit, nach Sünde. Das ist mein Fleisch, wo es jetzt ist. Und ich schaue nicht mehr aus nach dir in deinem Heiligtum, um Gottes Macht und Ehre zu suchen. Oh nein, denn deine Güte, deine Gnade halte ich nicht mehr für so wertvoll. Mein Eigenleben, mein Lustleben, das ist jetzt, wonach mich verlangt. Und wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an was? Wie hat sich sein Herz verändert? Wie war das möglich? Das war möglich, weil Menschsein aus zwei Seiten besteht. Aus einer fleischlich sündhaftigen und aus der Seite des ganzherzigen Göttlichen. Er hätte bei dem hellen Hintergrund, er hätte betend bleiben sollen. Gottes Kraft war gewiss genug. Gottes Signal aus dem Himmel war bestimmt ausreichend. Er hätte David nur zu gerne vor diesem Sündenfall und vor der Unterwerfung unter diesen Goliath bewahren wollen. David, halte dein Herz nur gefestigt auf mich. Pass auf dich selber auf. Behüte dich. Behüte dich um alles in der Welt. Aber nein, das hat David ja in dem Moment überhaupt nicht mehr so erschienen, dass das noch wichtig wäre zu beachten. Ich bin doch halt der Erfolgreiche und ich habe doch mal ein gutes Leben jetzt. Jetzt fehlt mir ja nichts mehr. Jetzt kann ich mich mal austoben nach Lust und Wonne meines Fleisches. Man muss sich ja mal auch was gönnen. Man muss ja auch mal ein bisschen das Fleisch pflegen. Ach ja, ich bin halt auch Mensch. Ich habe naturell. Jetzt hat er so und so viele Frauen, hat er doch. Er hat doch genug Frauen. Und der Herr sagte dann durch Nathan zum David, und ich habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Weiber in deinen Schoß und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig? Will ich noch dies und das dazu tun? Gott hätte dir noch mehr dazu gegeben von mir.
meinetwegen noch mehr Frauen, wenn du das dann unbedingt gebraucht hättest. Aber warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet? Da war der Grund der Niederlage. Und hier sehe ich das Fundament dessen, wo der Teufel auch in meinem Leben versucht, immer diese Verachtung von dem, was das Wort Gottes mir überträgt. Die Verachtung von dem inwendigen Christus, von dem Christus, der nicht sündigen kann, von dem süßen, kostbaren, heiligen Geist, der dich vor aller Sünde bewahrt, weil es steht ihm nicht im Vermögen, seiner selbst so zu handeln. Ja, warum tust du es dann noch? Ach, weil du es verachtest, weil du nicht achtest das Wort des Lebens, weil du nicht achtest auf die Wiedergeburt, die du doch hast empfangen. Du achtest es nicht und so geschieht das Unheil. So ist es eine Möglichkeit, dass durch den Mann nach dem Herzen Gottes der Name des Herrn auch verlästert werden konnte, dass man gesagt hat, naja, schaut euch den an, das ist jetzt der Gesalbte Israels, das ist jetzt der besondere Liebling Gottes, schaut mal, wozu der fähig ist. Und so bleibt es für mich die Konsequenz, um immer zu beachten, ich habe einen elenden Todesleib bei mir, auf den ich aufpassen muss, wo ich mich hüten muss vor mir selbst. Und das ist und bleibt mein Erdendasein. Im Himmel einmal werde ich das nicht mehr haben. Dann bin ich vollkommen erlöst, verändert. Aber hier und jetzt muss ich damit fertig werden. Und ich kann nicht sagen, oh, mich geht das nichts mehr an, dieses Gesetz der Sünde. Doch das Gesetz der Sünde, welches in meinen Gliedern ist, das muss ich bedienen, da muss ich kämpfen, da muss ich das Kreuz Christi auf mich nehmen, jeden Tag, um in mir selbst zu sterben und nicht aufzuhören, nicht nachzulassen. Ich brauche eine Person, ich brauche jemanden, der stärker ist als ich. Das Leben mit Jesus, das ist der Beweis, wer ich wirklich bin. Und David konnte zurückfinden. Dennoch blieb Gott ihm treu, weil Gott konnte sich selber nicht verleugnen. Er hatte etwas in diesem David tief, tief getan und das kam dann wieder mit der Bußfertigkeit. Aber dann das andere, dieses andere grausame Bild von diesem König Saul, der erschienen war, bei seiner Salbung, wunderbar. Er wurde verändert in einen anderen Menschen. Er hat etwas vom Gottesgeist empfangen, in dem König Saul sich etwas abspielte, was den Anschein hatte, er ist auch ein ganz echtes Gotteskind und in Wirklichkeit war er es nie in den Augen des Erforschers aller Herzen. So war es möglich, dass dieser König derart verworfen wurde, dass seine Dunkelheit für ewig dunkel wurde. Wer bin ich? Was bin ich? Stelle ich mich dem Kampf mit dem schrecklichen Hintergrund, den ich meiner selbst zu verdanken habe, stelle ich mich diesem Kampf, bin ich ein würdiger Held des Kreuzes, dann werde ich Sieg davontragen und die gute Zuversicht, dass der, der einmal angefangen hat, das gute Werk in uns, dass er es auch vollenden wird. Ich blicke beides an. Ich sehe zwei Gesetze. Beide Gesetze habe ich zu bedienen. In der Bedienung des dunklen Gesetzes meines Fleisches wird dann auch die Bedienung des Hier ist Leben aus dem Geist. Wer da sagt, dass er Gott lieb hat, der ist verpflichtet, auch selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Der ist verpflichtet, das Licht durch sich scheinen zu lassen. Und das macht mir Mut. Und das gibt mir Zuversicht, dass ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes sein werde und dass ich nicht verzagen muss, auch in meinen Konfrontationstagen mit meinem zu kurz kommen. Ich kann
dem begegnen. Und wir wissen auch, dass denen, die Gott lieben und nur denen, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge, auch mein Zukunftskommen, auch meine Sündhaftigkeit. Wenn ich Gott liebe. Der Beweis meiner Gottesliebe ist, ich werde dem Gesetz der Sünde entsprechend auftreten mit der richtigen Vergeltung Gottes, der Bußfertigkeit, der Willigkeit, um in Ordnung zu bringen, was verkehrt ist. Denn zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust. Die eine will sich von der anderen trennen. Und eines Tages werden wir uns tatsächlich von diesem Leib des Todes, von dieser Fleischlichkeit, der Natürlichkeit, wir werden uns trennen. Wir werden für ewig, ade, Abschied nehmen. Außer Dienst bin ich. Ich gehöre dir dieser Welt nicht mehr an. Ich ziehe hoch, hoch empor in das Reich des Lichts, in das Reich meines Vaters, wo ich hier auf Erden schon der gute Baum hat seine Wurzeln geschlagen. Und nun bringt er die Früchte. Und die Früchte werden nicht vergehen bis in alle Ewigkeit. Und wir werden jubeln und preisen für das, was Gott bei all der Spannung in unserem Christenleben hineingegeben hat. Und wir haben die gute Voraussicht. Wir sind versiegelt und das alles um des Namens unseres Gottes willen, zu seiner Ehre. Können wir noch seliger sein? Nein, wir könnten nicht seliger sein mit diesem Hintergrund.